Servus, der Marc vom Digital Business hier bei mir ist hier. Wir sind immer wieder. Ja. Wir waren ja schon ein paar Mal miteinander. Wir haben ja Videos schon gemacht oder noch nicht? Vorher, ja, das kommt. Aber genau, wollte ich sagen. Weiß ich nicht, letztes Jahr noch irgendwie, oder? Ja, nur noch so lange, ich hab's ja schon hier. Tu mal einfach mit dir. Ja, ich. Die Zeit verwendet. So, wir machen einen Konto bei dir auf der linken Seite. Und du willst vielleicht später auch mal ein zweites Konto haben. Das heißt, wir planen das so. Also, hier nichts. Nee, schon ein Konto. Du willst es schon? Ein Konto hier. Ja. Also, ich weiß nicht, ich hätte halt. Irgendwie halt schon so, dass sie eher da liegen und dass man halt danach, ich weiß nicht, ich habe gelesen, so wie hier, irgendwie, ne? Ja. Ja, das sind die Konten. Okay. Das sind wirklich die echten Helix. Die echten so, Helix okay. Kommen auf der Helix-Falte oben raus und die Konten gehen eigentlich von vorne hinten durch. So, in den USA schreiben alle beim Conch Helix hin, ich weiß, da ist alles Helix außen und nur innen ist der inner Conch, sagen die Conch dazu. Das ist bei uns, ich differenziere es einfach anders, scheißegal. Okay. Also ich glaube, ich meine das hier. Ja. Und davon zwei Stück. Und die kannst du dann fragen, mit Ringen, ein mit Ring, ein ohne Ring, beides Ringen, kannst du machen, wie du willst. Dann werde ich dir mal. Anzahlen, ich kann ja auch, wenn du magst, zwei Punkte hin machen. Siehst du beide, wie es aussehen würde, dann können wir entscheiden, den oberen und unteren schlägen, oder? Ja, ich glaube, das wird ganz gut. Dann hast du ein bisschen eine Vorstellung gehabt von der späteren Variante, oder? Mhm. Finde ich ganz gut. Wenn die später immer noch mehr auseinandergehen, Irene, das ist ganz egal. Wenn wir ja heute einstellen, können wir das zweite dann immer noch anpassen. Aber die Idee finde ich jetzt mal ganz gut so. Ich glaube, ich jetzt ein bisschen weiter unten, also beide ein bisschen weiter unten. Okay, gehen wir mal weiter runter. Das ist die Geschmack. Eher so oder noch tiefer? Also schon so, aber vielleicht so wie, also ich finde vorher waren sie ein bisschen mehr zusammen. Ja, habe ich extra jetzt gemacht. Genau. Da wäre die Einschränkung ist ja letztlich egal. Ich bin ja schon beide auf einmal. Also, mach mal. Also ich wollte extra mal den Look, dass du mal, ich wollte mal schauen, wie du reagierst und dass du den Look ein bisschen anders machen. Ja. Jetzt ist es noch weiter unten oder noch? Nimm ruhig die Brille, lass dir Zeit. Das ist echt eine Geschmacksfrage. Man kann auch noch ein Tick runtergehen, wenn du möchtest. Vielleicht würde ich eher mit dem unteren. Ja, ich hätte auch mit dem unteren angefangen. Ein bisschen raufgehen. Okay, und dann stellen wir das zuerst. Genau, und das zuerst. Okay, dann ist das untere und dann ist ein bisschen hoch. Ja. Zuerst. Ja. Yes. Finde ich gut. Ja. Gut, dann machen wir das. Ohne Glitzer reingehen, ne? Ja, ohne Glitzer. Gut, liebe meine Liebe, dann haben wir das. Alles so weit am Start. Aber mir ist es wichtig, dass du einfach auch diese Zeit nimmst und das einfach für dich schaust, dass es dann auch passt, weil, wie gesagt, das mag ich ja bei meinen Kunden, dass sie einfach mir wirklich sagen, was sie wollen und dieses wollen. Und nicht hinterher dann sagen, ja, ich jetzt aber gerne weiter umgehabt. Das ist Blödsinn. So. Geht's, meine Liebe? Alles gut? Mhm.
Was schlimm? Nee, oder? Es hat schon. Nein, man spürt es. Aber ich finde es weniger schlimm als das Crunch zum Beispiel. In der Crunch, ja. Also ja, nicht. Alles gut. Sehr schön. Doch, finde ich gut. Zeig ich dir noch den Spiegel. Das sieht doch schön aus, oder? Mhm. Passt? Und da kann man dann wahrscheinlich erstens ganz verheilt einen Ring eingeben, oder? Ringe, normalerweise, wenn es gut verheilt ist, nach 6 Wochen. Das ja, muss ja wirklich sehen. Ich möchte, ja, glaube ich nicht. Und dann noch das 4 gehen, ja. Wenn du vor allem das zweite stehen willst. Also wenn du sagst, willst du das zweite noch haben. Ja. Das heißt, ihr müsst eine Chance machen, dass wir sagen, wir machen das zweite vielleicht dann auch in 6-7 Wochen, dass wir dann nicht zu lange warten mit der. Mit dem Neuschnecken, weil sonst haben wir das Problem, dann ist es eine, sagen wir, verheilt, dann haben wir den Ring vielleicht schon drin, dann stickst du ein neues neu, dann müssen wir den Ring wieder raus tun, dann müssen wir dann wieder auf den Stecker. Also wenn du sagst, das Projekt geht weiter, mach das in den nächsten 4-6 Wochen das zweite noch, wenn dann beide wirklich verheilt sind, dann machen wir den Ring. Ich denke, glaube ich, eine sinnvollere im Ziel. Pflege noch kurz für YouTube, für dich auch nochmal, aber du weißt es ja eh, aber ich sage trotzdem noch kurz für YouTube. Hände waschen und desinfizieren, ganz klar. Und dann nehmen wir vorne den Spray. Gehen zuerst, sprühen wir uns den vorne hinten wieder drauf. Küchenrolle übernehmen, mit der Küchenrolle vorne hinten putzen. Bei Wattestäbchen mit dem Fussel. Dann nehmen wir das Gel, sprühen vorne hinten den Tropfen drauf. Bewegen unser Piercing vorne zurück, damit es auf den Stich vorbeikommt. 3 Wochen wieder 2-mal am Tag, dann 3 Wochen 1-mal am Tag das Ganze. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier zum Wechseln. Ja. Haarefärben machst du eh nicht. Wer 6 Wochen nicht erlaubt, Duschensport hereinmacht, ist dann morgen erlaubt. Und Maske einfach aufpassen, dann bleibst du wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr hängen, als wenn du einfach aufpassen, dass das freundlich drüber geht. Ja. Passt, meine Liebe. Brauchst du den Zettel oder hast du ihn zu Hause? Den habe ich erst zu Hause. Danke, meine Liebe. Danke euch fürs Zuschauen. Das wird's sehr ähnlich. Tschüss, Baba.